Das sind Diskantverdecke aus Aluminium, größtenteils handgefertigt. Natürlich unter Einsatz von Maschinen, also die Schlitze und so weiter, die werden gefräst. Die Diskantverdecke haben natürlich so leichte Bearbeitungsspuren, die dann erst praktisch vorgearbeitet werden müssen. Also da werden erst die ganzen Kanten entgratet. Das komplette Aluminium wird geschliffen und entfettet. Dann werden die groben Sachen einmal vorgespachtelt und nach dem Schleifen dann nochmal feingespachtelt. Daraufhin folgt eine Epoxidharzgrundierung innen und außen. Das sieht man, das ist so leicht grünlich, damit sich das vom späteren Füller unterscheidet. Die Epoxidharzgrundierung, die lässt man nicht komplett durchtrocknen, damit man gleich im Anschluss außen den zusätzlichen Füller noch aufbringen kann. Der lässt sich dann erheblich leichter schleifen wie die Epoxidharzgrundierung. Nach dem Füller wird dann noch ein Kontrollschwarz aufgebracht, damit man es beim Schleifen leichter hat und eventuell Porenriefen noch sieht. Zuerst werden die geraden Flächen mit einem Klotz geschliffen. Der Mini-Druckluft-Exzenter, der kam nur beim Spachtelvorschleifen zum Einsatz, da er ein relativ hohes oder hat halt ein hohes Eigengewicht und das könnte dazu führen, dass man Dellen ins Aluminium reindrückt, also durch das Eigengewicht. Die geraden Flächen, die werden von Hand mit einem Kautschuk-Schleifklotz geschliffen. Kautschuk ist ja, nimmt ja kein Wasser auf. Zudem ist Kautschuk auch nicht so hart, dass es sich also auch leicht noch an Rundungen gut anpassen kann. Bei den Schlitzen werden auch diese Innenseiten geschliffen, da diese oft sehr rau sind durch den Spritznebel von außen und innen, der dann natürlich sich absetzt. Da die Aluminiumgitter ohne die Verstärkungen noch recht weich sind, muss man diese beim Schleifen von diesen Schlitzen von innen her abstützen. Man sieht das ab und zu ganz gut im Video, dass von unten her Finger dagegen drücken. Zwischendurch wird immer wieder mit Wasser sauber gemacht, um eventuell Poren gut zu erkennen, weil dieses Kontrollschwarz setzt sich natürlich da in diesen Poren ab und wenn man das dann schleift, sieht man das recht gut. Man muss halt immer wieder zwischendurch mal sauber machen. So wird dann Schlitz für Schlitz einzeln bearbeitet. Es sind immerhin bei so einem Gitter rund 70 Schlitze mit jeweils zwei Außenkanten, die da bearbeitet werden müssen. Da sitzt man schon eine ganze Weile dran, das unterschätzt man ganz gerne. So, hier sieht man jetzt ganz gut, wie von unten mit den Fingern abgestützt wird. Ein bisschen zu hoher Druck würde diese Stege sofort verbiegen. Jetzt kommen noch so ein paar flache Flächen. Die geraden Seiten, die werden dann wieder mit dem Klotz geschliffen. Bis man in die Nähe der Rundung alles plan geschliffen hat. Zwischendurch natürlich immer wieder sauber machen, kontrollieren, also das Kontrollschwarz, man sieht das dann gleich ganz gut im Video. Und danach werden dann die Rundungen von Hand geschliffen. Verwendet wird ein Schleifpapier P800. Das ist so die ideale Mischung zwischen also Schleifleistung und dass es noch fein genug ist, damit es hinter keine Riefen zu sehen sind. Hier ist jetzt der Übergang zu der Rundung zu sehen. Da wird jetzt noch ein bisschen nachgeschliffen. Zu den Kanten hin schleift man dann meistens nur mit dem Finger ganz vorsichtig, damit man die Kanten nicht zu sehr beschädigt. Also dass da kein blankes Metall drunter vorguckt. So arbeitet man sich da so langsam aber sicher voran. Auf diesen Gittern darf
hinterher nicht die kleinste Unebenheit zu sehen sein, da das sehr, sehr hochwertige Instrumente sind, die auch entsprechend Geld kosten. Da muss natürlich im Vorfeld umso sauberer gearbeitet werden. Weil hinterher ist es dann zu spät, wenn der Lack mal drauf ist. Also trotz der ähnlich verwendeten Materialien kann man das mit einer Autolackierung überhaupt nicht vergleichen. Eine Autolackierung wäre der letzte Müll dagegen. Das liegt einfach daran, weil man direkt dicht am Instrument ist und selbst jede Lackstruktur, die würde sofort ins Auge springen. Also diese Gitter, die müssen nachher wirklich spiegelglatt sein. Da darf also keine Lackstruktur und nichts zu sehen sein. Wenn man bedenkt, dass so ein Instrument hinterher so teuer ist wie guter Mittelklassewagen, dann ist das schon eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass da so ein Aufwand betrieben wird. Hier werden jetzt die Rundungen geschliffen. Man sieht das ganz gut an den teilweise kreisförmigen Bewegungen. Damit man diese Rundung noch so ein bisschen, ich sage es mal, betont oder nachfährt, ne? Weil wenn man da jetzt mit dem Klotz dran gehen würde, würde man vermutlich gerade Flächen reinschleifen, was man hinter dann entsprechend unter Umständen sehen könnte. Und zwischendurch immer wieder sauber machen, nachsehen, ob noch Poren zu sehen sind und wieder schleifen. Oftmals sieht man dann irgendwelche Leute, die da Handschuhe zu anziehen, was auch verständlich ist, wenn man jetzt viel mit Wasser zu tun hat. Allerdings ist das hier nicht sinnvoll, weil man dann diese kleinsten Unebenheiten, die kann man durch einen Handschuh nicht spüren, wenn er noch so dünn wäre. Also das kann man gerne mal ausprobieren, indem man sich einfach so Latexhandschuhe überstreift und damit schleift. So, jetzt beachte man die Lichtreflexion an der Kante. Wenn man das dann schön sauber putzt, da kann man das ganz gut beobachten, wie gleichmäßig die Lichtreflexion jetzt schon da verläuft. Ich drehe das so ein bisschen, da sieht man das ganz gut. Da kommt natürlich jetzt, wenn der Lack da noch drauf kommt, dann ist später dann geschliffen und poliert und sieht dann so aus wie auf dem Bild. Und wenn dann das Messing dazu kommt, sieht es besonders gut aus.